Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Video auf meinem Kanal. Wir haben heute mal wieder ein Sit-Down-Video und ich versuche jetzt andere Winkel in der Wohnung auszuprobieren. Wir gucken mal, ob mir das gefällt, wenn ich das Ganze bearbeite. Aber ich habe gerade Urlaub, das heißt, ich habe ein bisschen Zeit, auch mal Sit-Down-Videos zu filmen. Machen wir heute ein What's in my Workbag. Kurz bevor ich letzten November angefangen habe zu arbeiten in einem Büro, Vollzeitjob, habe ich nämlich super viele dieser Videos geschaut, um mich auch einfach dafür zu entscheiden, welche Tasche ich tatsächlich kaufe. Möchte, beziehungsweise was man so im Durchschnitt alles mitbringt. Und deswegen dachte ich, mache ich dieses Video auch für euch. Vielleicht interessiert euch das oder vielleicht habt ihr einfach ganz viel Freude an diesen Videos. Ich habe nämlich sehr viel Freude an denen. Wir beginnen einfach mal mit den unterschiedlichen Taschen, weil tatsächlich, ja, ich nehme mehrere Taschen mit zur Arbeit. Es klingt ein bisschen verrückt, aber ihr werdet sehen, es hat tatsächlich System. Fangen wir an mit meinem Rucksack. Das ist ein Captain Insan Rucksack. Ich kann auch mal einblenden, welcher Name genau dieser Rucksack hat. Da sind meine, sag ich mal, wichtigsten Sachen drin. Also Laptop, iPad, Kalender. Diese Sachen sind alle tatsächlich in dieser Tasche drin. Ich habe lange überlegt, ob ich mir so eine Schultertasche hole oder einen Rucksack. Auch wenn ich Schultertaschen viel, viel schöner finde, muss ich mir eingestehen, ich fahre einfach jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit und ein Rucksack ist da einfach deutlich praktischer und deswegen ist es dieser Rucksack geworden. Den habe ich dann, wie man sich denken kann, auf meinem Rücken und vorne habe ich dann tatsächlich diese Tasche. Ich glaube, jeder von uns hat inzwischen so eine Beltbag, aber ich finde die sehr, sehr praktisch, vor allem, weil ich dann mein Fahrrad schnell auf und zuschließen kann, weil ich einfach hier schnell Zugriff auf meinen Schlüssel, mein Portemonnaie und mein Handy habe. Das ist einfach eine random Tasche, die ich besitze, aber ich finde die Größe einfach ganz gut. Die ist von Boswell Books. Das ist ein Indie-Bookstore aus meiner zweiten Heimat in den USA, in Milwaukee, Wisconsin. Hier habe ich dann quasi andere Sachen noch mit drin, die ich nicht in meinem Rucksack drin haben möchte. Wir gehen gleich darauf ein, was das alles ist. Und an zwei Tagen in der Woche habe ich meine Sporttasche dabei. Wenn ich tatsächlich in die Arbeit fahre und nicht im Homeoffice bin, gehe ich von dort aus ins Gym. Deswegen habe ich die dabei. Die werde ich jetzt aber nicht großartig anschauen mit euch, was da tatsächlich drin ist, weil ihr könnt es euch denken, da sind Sportsachen drin. Aber ich wollte einfach ein bisschen von der Realität mitgeben, dass ich tatsächlich sehr viel mitschleppe. Ich dachte mir, wir machen einfach von der kleinsten zur größten Tasche, also können wir mit dieser hier beginnen. Die habe ich, wie gesagt, einfach vorne immer rumgeschnallt und da sind meine absoluten Essentials drin. Das heißt zum einen mein Handy, ist jetzt vielleicht nicht die größte Überraschung. In dieser Tasche finden wir also zum einen mein Portemonnaie, das ist von Gusti Leder. Ich finde es super praktisch. Was mir in dem Portemonnaie sehr gut gefällt, ist, dass es vor allem so ein ausklappbares Münzfach hat und das macht einfach Sinn in meinen Augen. Eine Packung Tempos, weil es ist ja langsam Allergiesaison, deswegen versuche ich die immer schnell verfügbar in meinem Täschchen drin zu haben. Meine Schlüssel mit einem AirTag, was ich super wichtig finde. Ich habe aus irgendwelchen Gründen zwei unterschiedliche Lipbalms hier in meinem Case mit drin. Mein absoluter Favorit ist der von Louis Vuitton. Kriegt man in der Apotheke und wenn man problematische Lippen hat wie ich, ist das echt super. Random Münzen, wie man sie immer findet. Interessanter wird jetzt wahrscheinlich, wenn wir mit der roten Tasche anfangen. Das hier ist nämlich meine rote und, sage ich mal, etwas praktischere Tasche. Das sind im Prinzip alle Sachen, die ich nicht in der Nähe von meinen Arbeitsgeräten haben möchte, weil sie vielleicht auslaufen könnten oder nass sind oder zu groß sind, etc. pp. Beginnen wir also mit meinem Helm. Der ist relativ unspektakulär. Ich habe den bei Decathlon irgendwann mal im Angebot gefunden. Ich trage den natürlich, wenn ich dann tatsächlich Fahrrad fahre, aber die andere Zeit transportiere ich den in dieser Tasche. Dann haben wir zum einen einen Schirm, auch super praktisch. Ich habe mir tatsächlich letztes Jahr mal einen richtig guten Schirm geholt. Also der hier ist von Doppler. Der war auch ein bisschen teurer für so einen Schirm. Also ich glaube so 45 Euro oder sowas. Aber ich sag's euch Leute, es ist wirklich weltverändernd, wenn man einen Schirm hat, der richtig, richtig gut ist. Es ist der Wahnsinn. Also ich bin total begeistert von diesem Schirm. Dann haben wir noch hier drin Handschuhe. Dadurch, dass das Wetter so unfassbar wechselhaft ist, habe ich die immer noch hier drin, obwohl es jetzt inzwischen Mai ist. Und was ich noch dazu habe, ist einfach so ein Lappen. Den benutze ich tatsächlich, um meinen Sattel abzuwischen, wenn er vom Regen nass geworden ist. Solche Dinge braucht man eben auch. Und im Zuge dessen habe ich auch noch das hier. Das ist eine alte Tüte, die ich von meiner liebsten Falafelbude hier bekommen habe. Es ist nämlich so, dass mein Sattel inzwischen ausläuft und jetzt im Winter quasi konstant. Der saugt sich nämlich voll und hat irgendwie auf jeden Fall so ein Loch. Ich will mir eigentlich ein neues Fahrrad holen, deswegen will ich keinen Sattelschutz holen und deswegen habe ich immer eine unsexy Tüte dabei. Das ist die Realität, Leute. Ich habe jetzt hier, weil ich natürlich Urlaub habe, habe ich einfach Platzhalter-Sachen hier reingemacht. Und zwar ist das mein Frühstücksbehälter.
Ich frühstücke tatsächlich jeden Tag bei der Arbeit und ich mache mir am Abend vorher mein Frühstück ready. Ich mache mir Overnight Oats. Ich habe 2 von diesen Behältern, die sind tatsächlich von Chibo und ich mag die super gerne. Ich kann mal gucken, ob ich auf Amazon ähnliche Dupes finde. Ich finde es nämlich sehr praktisch, vor allem, dass es auch einen Löffel dran hat, weil ich würde den Löffel sonst immer vergessen. Sind wir mal ehrlich. Und was ich auch hier als Platzhalter drin habe, ist tatsächlich diese Behälter. Das ist einfach eine Isoliertrinkflasche oder eine isolierte Trinkflasche, denn was ich mir auch sehr gerne mitnehme, ist ein Smoothie für den Nachmittag als kleiner Nachmittagssnack. Da wollte ich natürlich was Isoliertes haben, weil ich nicht will, dass das so warm und eklig wird. Und dann habe ich mir irgendwann auf Amazon einfach dieses Ding bestellt. Eine Sache, die ich nämlich bei der Arbeit gerade aufstocke, sind diese Löwenanteilgläser. Löwenanteil sponsert auch gleich den nächsten Teil des Videos, aber ich möchte zuerst erklären, warum ich das überhaupt in meiner Arbeitstasche habe, bevor ich euch von Löwenanteil erzähle. Und zwar haben wir relativ viele internationale Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das bedeutet auch, dass ich Meetings habe, die wirklich EU-weit teilweise sind. Und es gibt ja sehr viele Länder, wo nicht um 12 Uhr Mittag gegessen wird, sondern erst deutlich später. Und es ist jetzt wirklich häufiger vorgekommen, dass ich Meetings hatte, die wirklich von 11 bis 14 Uhr gingen. Also genau die Mittagszeit. Und unsere Kantine hat von 11 bis 14 Uhr geöffnet und dann macht sie halt zu. Deswegen möchte ich jetzt einen Grundstock an Löwenanteil auch im Büro stehen haben, weil die einfach super, super praktisch sind für die Tage, wo ich mir sonst einfach kein Essen holen kann. Die sind nämlich vor allem für so Bürosituationen super praktisch. Zum einen ist es erstmal ein riesiges Glas, das sind 570 Gramm, das sind für mich auf jeden Fall 2 Portionen. Und das Ganze ist über ein Jahr ungekühlt haltbar, also wirklich sehr gut, um halt im Büro auch mal rumzustehen. Das andere ist auch, dass man es super easy einfach in der Mikrowelle warm machen kann. Man braucht 3 Minuten, man kann es natürlich auch im Topf oder in der Pfanne zum Beispiel machen. Das wäre bei mir auf der Arbeit allerdings nicht möglich. Dann kann ich das an der Mikrowelle warm machen. Das Ganze ist nämlich eine richtige, ernsthafte, vollwertige Mahlzeit im Vergleich zum Smoothie, den ich mir sonst mitnehmen könnte. Das hat sehr gute Nährwerte, also sehr hohen Proteingehalt, komplexe Kohlenhydrate, gesunde Fette und ist eben auch zusammen mit Spitzenköchen entwickelt worden. Also es gibt super, super viele unterschiedliche Sorten und vor allem auch super viele vegane Sachen, falls das etwas ist, worauf ihr achtet. Löwenanteil ist also sehr praktisch, wenn man vielleicht keine Zeit hat zu kochen, mal am Mittagessen oder Abendessen oder wie ich jetzt eben im Büro das Ganze einfach aufstocken, weil man dann einfach Möglichkeiten vor Ort hat, die vielleicht auch ein bisschen günstiger sind, als irgendwas zum Beispiel von Lieferando zu bestellen. Deswegen, falls euch das Ganze mal interessiert und ihr einfach mal ein paar Sorten von Löwenanteil ausprobieren möchtet, dann habt ihr hier meinen Code und in der Description Box meinen Link. Damit bekommt ihr 10% Rabatt auf eure erste Bestellung und ich kann es wirklich sehr empfehlen. Das ist also das Letzte, was in dieser roten Tasche mit drin ist. Und ihr merkt, es sind halt wirklich die Sachen, wo ich nicht möchte, dass es an meine guten Arbeitssachen drankommt. Ne? Also das hier ist halt dann einfach nass, wenn ich meinen Sattel abgewischt habe. Oder mein Schirm ist im Zweifel auch nass, weil er vielleicht nicht den ganzen Tag gut trocknen konnte im Büro. Das bringt uns natürlich zu dem großen Schinken hier. An Tagen, wo ich mehrere Tage hintereinander ins Büro gehe, nehme ich nämlich nicht meinen Arbeitslaptop mit nach Hause. Ich nehme nur mein Diensthandy mit nach Hause, falls ich doch krank bin oder so, dass ich mich halt krank melden kann. Aber ich lasse die meisten Sachen tatsächlich im Büro. Nur an Tagen, wo ich dann Homeoffice mache, nehme ich tatsächlich auch alles mit. Und das war zum Beispiel vor meinem Urlaub der Fall und deswegen ist das Ding hier voll. Proppevoll. Was ich an dieser Tasche auch super praktisch finde, ist, dass sie hier hinten so ein Fach hat. Das ist so eine Art Geheimfach. Zum Reisen könnte man da einen Reisepass reinmachen. Ich habe hier tatsächlich meine ganzen Zugangskarten drin. Die möchte ich euch natürlich nicht genau zeigen. Wenn wir das hier vorne aufmachen, unterteilt sich die Tasche in so einer Lasche hier vorne. Da habe ich tatsächlich nur Tempos drin. Und dann eben einem größeren Hauptfach, wo die meisten Sachen drin sind. In diesem Hauptfach gibt es auch so ein ganz kleines Fach. Das kann ich euch im Close-up vielleicht zeigen. Schauen wir also mal kurz, was in diesem kleinen Fach drin ist. Zum einen mein Diensthandy. Das ist jetzt gerade ausgeschaltet, weil ich bin ja im Urlaub. Ich habe netterweise von der Arbeit auch AirPods bekommen, weil ich auf einem MacBook arbeiten darf, was ich sehr, sehr nett finde und super gut. Ah ja, hier haben wir einen Stift. Das ist so ein richtig fancy Stift. Den haben mir meine Eltern geschenkt, als ich Master gemacht habe. Fand ich super, super sweet. Also es war für die so eine Art, keine Ahnung, willkommen in der Arbeitswelt. Hier ist dein offizieller fancy Stift. Und der wird dann tatsächlich immer von Büro nach Hause transportiert, immer wenn ich den brauche. Was ist hier sonst noch drin? Ah ja, einmal ein Apple Pencil für mein iPad auf der Arbeit
Und dann habe ich auch das hier da drin. Das ist quasi so eine Art Wimperntusche für die Haare. Wenn ich nämlich mal strengere Frisuren habe, also wenn ich zum Beispiel meine Haare nach hinten stecke und die dann auch so glatt mache, damit das halt so eine Sleek-Frisur wird. Aber manchmal am Tag, vor allem nach dem Helm oder sowas, ja, stehen dann trotzdem nochmal Haare ab und dann kann man das hier nutzen, um das so ein bisschen zurückzuglätten quasi. Finde ich sehr praktisch und ist deswegen in meiner Tasche. Das war's im vorderen Fach und dann haben wir eigentlich nur das große Fach. Hier ist zum einen eine Laptop-Lasche drin. Ich möchte jetzt eigentlich nicht ganz genau drauf eingehen, was ich von der Arbeit alles habe, aber ich habe netterweise ein MacBook zum Arbeiten bekommen, einfach weil wir gesehen haben, dass die Anwendungen, die ich brauche, wie zum Beispiel Adobe Illustrator und Premiere Pro, also diese ganzen Sachen zum Kreativarbeit, die laufen einfach nicht so gut auf dem Standardrechner, den wir bekommen. Ist einfach so, weil die nicht leistungsstark genug sind und dann konnte ich einen neuen Rechner bekommen, netterweise. Ich habe auch ein iPad von der Arbeit aus, das ist aber theoretisch ein, ich sag mal, Gruppen-iPad. Also wir haben welche, die wir benutzen können, um auf Konferenzen zu fahren. Das habe ich jetzt also quasi einbehalten. Aber wir haben, falls es jemand braucht, würde ich es natürlich zurückgeben. Was finden wir noch hier drin? Ach ja, hier ist eine faltbare Tasche. Für alle, die mein What's in my bag aus dem Studium bzw. Labor Edition gesehen haben, werden das wiedererkennen. Das ist diese Heidelberg faltbare Tasche. Ich liebe die einfach. Wenn ich nämlich nach der Arbeit einfach mal einkaufen gehen muss oder sonst noch irgendwas, ist es einfach praktisch, so eine Tasche dabei zu haben. Lasst uns weiter graben. Oh ja, das hier ist mein Notizbuch. Das ist mein Notizbuch hauptsächlich für Meetings. Das ist von Leuchtturm. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich an diesen Leuchtturm-Notizbüchern mag, dass es Seitenzahlen gibt und vorne auch eine Inhaltsangabe. Das heißt, man hat vorne die Möglichkeiten, bestimmte Seiten festzuhalten und deswegen benutze ich in Meetings tatsächlich immer noch ganz klassisch ein Notizbuch. Und dann haben wir das Goldstück, zumindest meiner Meinung nach, und das ist mein Kalender, den ich für die Arbeit verwende. Ich liebe diesen Kalender wirklich total. Der ist von The Productivity Method von Grace Beverly. Man kann halten von ihr als Influencerin, was man mag, aber ich finde diesen Kalender wirklich fantastisch. Sie hat ein paar unterschiedliche Kalender. Der hier ist meistens nur zum Jahresende für das nächste Jahr verfügbar. Also ich weiß nicht, ob man den jetzt gerade kaufen könnte. Ich habe lange den täglichen Planer verwendet. Das hat in der Selbstständigkeit super gut funktioniert für mich. Der tägliche Planer teilt nämlich die Tasks auf in Quick-Ticks, also Sachen, die unter 5 Minuten brauchen, dann Tasks, die bis zu 30 Minuten brauchen und dann eben größere Projekte, die über 30 Minuten brauchen. Und die Tasks so einzuteilen nach danach, wie lange sie brauchen, hilft wirklich sehr, so effektives Time-Blocking zu machen. Oder beziehungsweise, wenn man zum Beispiel vor der Mittagspause doch nochmal 15 Minuten hat, einfach schnell zu erkennen, ah ja, okay, diese Sachen kann ich schnell machen. Dieser Planer ist jetzt ein Jahresplaner. Das heißt, man hat diese Unterteilung der Tasks wöchentlich, aber nicht mehr täglich. Und täglich hat man dann quasi nur so eine kleinere Liste, sag ich mal. Man kann aber die Prioritäten markieren und, was ich auch super wichtig finde, man kann seine Top 3 des Tages trotzdem markieren. Man hat auch am Anfang eines jeden Monats eine Prioritätssetzung im Allgemeinen, was ich halt super, super hilfreich finde. Denn was man über meine Arbeit wissen muss, ich arbeite in der Wissenschaftskommunikation, da können sich nicht so viele drunter vorstellen, kann ich auch verstehen. Es ist im Prinzip Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für einen bestimmten Teil einer Behörde. Da habe ich so viele Projekte. Also ich kümmere mich um die Webseite, um Social Media, um einen Podcast, um dies, um das, um noch internationale Dinge. Das heißt, ich habe wirklich riesig viele Projekte. Ich kann nicht in jedem Monat alle Projekte extrem weit voranbringen. Das heißt, ich muss natürlich jeden Monat eine Priorität setzen. Und das kann man halt mit diesem Kalender richtig gut machen, dass ich halt jeden Monat für mich überlege, was ist jetzt gerade die Priorität, was sollte ich jetzt voranbringen oder was hat vielleicht eine harte Deadline. Und dann kann ich in jeder einzelnen Wochenplanung einfach dann überlegen, ah ja, okay, das sind meine Prioritäten für diesen Monat. Was muss also diese Woche gemacht werden, damit ich diese 3 Prioritäten insgesamt am schneller voranbringen kann. Und deswegen mag ich diesen Kalender sehr, sehr, sehr gerne. Ich verlinke ihn mal in der Description Box, aber wie gesagt, ich glaube, den Jahreskalender kann man jetzt leider nicht kaufen, aber den Tagesplaner kann man immer kaufen. Finde ich auch super, super hilfreich. Das war's. Ich glaube, ich habe schon, oh mein Gott, ich habe eine Sache aber vergessen. Ich habe es vergessen, weil ich es auch in meiner Freizeit benutze und es jetzt gerade in einer anderen Tasche drin war, und zwar meine Noise-Canceling-Kopfhörer. Absolut essentiell für mich. Ohne diese Dinger kann ich nicht arbeiten. Ich weiß gar nicht, wie ich es überhaupt geschafft habe, vor Noise-Canceling-Kopfhörern konzentriert zu arbeiten. Das hat auf jeden Fall
mein Arbeitsleben komplett revolutioniert. Ich kann es euch nicht anders sagen. Und die trage ich tatsächlich hin und her. Die waren jetzt gerade nicht in meiner Arbeitstasche drin, weil ich gerade verreist bin. Und da habe ich sie natürlich mit dabei gehabt. Und deswegen hatte ich sie nicht hier. Lasst mich super gerne in den Kommentaren wissen, was ihr so täglich mitnehmt, in die Uni vielleicht oder zur Arbeit. Ich finde es immer super spannend, das zu sehen. Wie gesagt, ich liebe diese Videos und ich habe auch, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, ganz, ganz viele davon angeguckt, weil ich es einfach super spannend finde. Ja, dann war's das. Dann sehen wir uns bald wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.